Aufwachte Menschen haben es schwer. Ob es die unsägliche Klimalüge ist, die primitiven Terrorinszenierungen, das kaputte Geldsystem, die unendlich korrupte Politik, die tödliche Pharmamedizin, die Umschreibung der Geschichte, die kontinuierliche Verdummung der Menschen oder die Zerstörung der Familie. Unser ganzes Leben lang sind wir der Macht und Willkür einer schier unendlichen Armada an Lügnern ausgesetzt, die offenbar gar nicht anders können, als allein die Unwahrheit zu verbreiten. Ist der Kampf gegen diese gestörte Welt der einzige Ausweg? Diese Liste an Übeln könnte noch fast beliebig fortgesetzt werden. Lügen über Lügen regieren und beherrschen die Welt. Es scheint auf den ersten Blick keinen einzigen Bereich zu geben, der sich seine Wahrheit gänzlich bewahren konnte. Für den einzelnen Menschen, der diesen Wahnsinn beginnt zu durchschauen, türmen sich bald kilometerhohe Mauern aus endzeitlicher Dekadenz und unendlichem Gutmenschentum auf, die ihm mehr und mehr den Verstand zu rauben scheinen. Um mit diesem kaum zu fassenden Irrsinn überhaupt klar zu kommen, entwickeln die Betroffenen je nach persönlichem Erkenntnisstadium und individueller Ausdauer sehr unterschiedliche Methoden zur Kompensation. Dennoch ist bei vielen eine ähnliche Entwicklung über die Zeit zu beobachten. Am Anfang stand meist eine ungewohnte Information, die demjenigen über den Weg lief. Ob er sie irgendwo zufällig gelesen hat, ihm jemand davon erzählte oder gar von selbst ein Fragezeichen in seinem Denken erschien, die Information passte zunächst einfach nicht in sein bisheriges, relativ rundes Weltbild. Bereits hier beginnt sich die Masse von den wenigen zu scheiden, denn fast immer findet sich eine passende Ausrede, den unüblichen Gedanken schnell wieder aus dem Weg zu räumen und zum Tagesgeschäft überzugehen. Ob hier ein unterbewusstes Gespür vor der überwältigenden Wahrheit für den schnellen Rückzug sorgt? Trotzdem siegt bei einer gewissen Anzahl an Menschen die Neugier über eine fast immer anwesende Angst vor Veränderung. Der vor öffentlichen Blicken schützende schwere Vorhang wird ein bisschen weiter zur Seite geschoben, um das Geschehen dahinter genauer unter die Lupe nehmen zu können. Für die meisten ist es genau jetzt zu spät, einen Rückzieher zu unternehmen, denn das bisher wenige Gesehene warf bereits weitere ungewohnte Fragen auf und die Neugier wurde noch größer. Etwas einmal Gehörtes kann in der Regel nicht mehr ungehört gemacht werden, es bleibt in unserer Erinnerung haften und rückt spätestens dann wieder in den Vordergrund, wenn sich ein passendes Ereignis bietet. Diejenigen, welche an dieser Stelle noch aussteigen und zurück in die scheinbar intakte Welt zurückkehren, achten häufig ganz besonders darauf, ob sich Gegenbeweise finden lassen, weil sie für sich die Bestätigung suchen, das Gehörte widerlegen zu können. Zu groß war wohl die Erschütterung des eigenen Weltbildes, obwohl noch gar kein tieferer Einblick in die Wahrheiten möglich war. Beim Rest dagegen werden Augen und Ohren immer größer, weil die Erkenntnisse ständig unglaublicher und drastischer werden. Das eigene Weltbild beginnt schwer zu wanken und droht an zahlreichen Stellen einzustürzen. Ungläubigkeit macht sich breit, weil eine derartige Dimension an Lügen und Betrug bisher nicht vorstellbar war. Bei manchen setzt fast eine Lähmung des Verstandes und des kritischen Denken ein. Das ist auch der Grund, warum in dieser Phase besonders viel Unsinn geglaubt und genauso unkritisch weiter verbreitet wird. Leider bleiben viele an dieser Stelle hängen und schaffen es nicht, das vermeintlich Wahre wiederum in Frage zu stellen. Eigentlich verrückt, denn gerade erst haben sie erkannt, dass die Welt, wie sie ihnen noch bis vor kurzem erschien, eine nahezu vollständige Lüge war. Hier lauert eine echte Gefahr. Nachdem das eigene Weltbild nun so weit auf den Kopf gestellt wurde, dass alles bisher Geglaubte einmal wild durcheinander gewirbelt wurde, werden allmählich die Auswirkungen des Ganzen offensichtlich und der stirnrunzelnden Ungläubigkeit folgt die pure Fassungslosigkeit bei offenstehendem Mund. Die erkannten Lügen haben inzwischen ein Schlachtfeld aus dem vorher eher ruhigen und geregelten Leben gemacht. Inzwischen ist klar, der Wahnsinn hat Methode und scheint noch längst nicht ganz durchschaut, vielleicht niemals durchschaubar und an eine Überwindung ist ebenfalls nicht einmal im Traum zu denken. Ernüchterung macht sich breit. Vermutlich ist es diese Art Hilflosigkeit, welche nun dazu führt, dass allmählich mit der Verbreitung der eigenen Erkenntnisse begonnen wird. Oder es geschieht nach dem Motto, geteiltes Leid ist halbes Leid. Denn diesen Absturz können die meisten nur schwer allein verkraften. Also beginnt jetzt die Missionierung des persönlichen Umfeldes, um alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, über die eigenen neuen und unfassbaren Erkenntnisse aufzuklären. In dieser Phase dürften wohl die meisten derjenigen gewesen sein, die eine eigene interne Seite zu den vielfältigen Aufklärungsthemen veröffentlicht haben. Dieser Weg ist sehr steinig und ernüchternd, denn Aufklärung funktioniert nicht mit dem Holzhammer, sondern fast ausschließlich durch selbst erarbeitete Erkenntnisse. Und genauso wie die Medien müssen auch die Aufklärer mit unzähligen Wiederholungen schier unendliche Geduld für ihre Mitmenschen aufbringen. Höchst mühsam ernährt sich dieses Eichhörnchen. Bald jedoch zeigt sich, wie schwer es ist, anderen beim Sprung ins eiskalte Wasser der Wahrheit zu helfen, denn die meisten wollen nicht. Wegen ständig erhaltener Körbe wächst auch die Resignation. Infolgedessen entwickelt sich mitunter Wut und Zorn über die Lügner und ihre Lügen, welche eine so gewaltige Macht ausüben, dass die Mehrheit der Mitmenschen nach wie vor in ihrer ignoranten und lethargischen Haltung feststecken. Die meisten können gar nicht mehr anders.
Und die eigene Kraft reicht oft nur noch für den erfolglosen Aufklärer selbst. Punkt, die einen wettern nun lieber über diese gigantische Manipulation, während andere darüber grübeln, eine Strategie zur Überwindung des Betrugs und der Lügen zu finden. Eine echte Lösung ist jedoch Illusion, denn während die eigenen Erkenntnisse noch relativ jung sind, haben wir es auf der Gegenseite mit teilweise Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte alten Methoden zu tun, welche die Welt und die Mehrheit der Menschen fest im Griff haben. Ende der Mitteilung.